Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich habe mich dann doch dazu entschieden, dass wir die Quest einfach so lassen, wie sie ist. Es ist ja so, beim ersten Mal durchspielen kann man ja auch ohne weiteres Fehler machen. Außerdem 1000 Splitter sind einfach zu verlockend. Da ich keine Ahnung habe, ob wir überhaupt, wenn wir uns anders entscheiden würden, ob wir dann wenigstens dort auch so viele Splitter kriegen, täten tun. Und ich bin momentan ein armer Schlucker, also lassen wir es so, wie es ist. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir dieses Amulett oder diesen Ring holen, wo wir mehr Erfahrung kriegen pro Quest oder wie das ging, ne? Das war, glaube ich, im Lager zu kaufen, kommt mir vor. Das bedeutet, wir machen die Karte auf und porten uns mal kurz zu unserem Lager hin. Das war aber ziemlich teuer, das kostete fast 2000 Splitter, meine ich. Oder 2000. Muss ich schauen. So, passt, das hat geladen. Das ist mir das Wichtigste. Und zwar war das bei der guten Dame da unten, glaube ich. Dab, dab, dab. Dab, 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 dab. Hallo, gnädige Frau. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Der Händler war es. Ah, das was würdest du gern? Entschuldigung. Na, das war Blödsinn. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Der Händler war es, genau. Wo ist denn der Depp jetzt schnell? Da drüben, glaube ich. Irgendwo. Da ist er. Ich bin so doof. Entschuldigung. Hallo, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Ja. Sicherlich. Freilich. Dienstleister. Mission geben mehr Erfahrungspunkte. Genau, das wollte ich haben. Wir verlieren ein bisschen Geschicklichkeit und Überleben. Ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen wurscht. Kosten tut es 2375. Aber ehrlich gesagt, für die Erfahrungspunkte ist mir das schon wert. So. Gut. Ja. Kachinka. Darf man nicht vergessen, das auszurüsten. Also, wo war denn das? Fällt es unter Rüstung? Ich glaube ja. Okay. Sehr gut. Praktika plus 1. Okay. Ist mir auch recht. Mission, geh mehr Erfahrung. Das ist sehr gut. Okay. Ringtechnisch passt sie. Ich glaube, Waffe. Commander? Hallo. Ausrüstungsstatus verbesserungsfähig. Oh. Ah, du hast etwas gefunden. Dankeschön. Ma, bist du nett. Danke. Es ist die Frage, ob Lloyd den Kerl hier akzeptieren tut. Hi, Lloyd. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Da hast du recht. Na, es passt so, wie es ist. Okay. Da ist unser Axe. Der scheint sein Leibwächter zu sein. Das ist auch nicht schlecht. Da ist er wirklich selbst dran schuld. Ja, sage ich auch immer. Okay. Questen. Tu mal weiter questen. Was ist hier passiert? Also wir haben noch die 13. Stimmt, ja. Auf was wollte ich die jetzt schnell sparen? Ich habe es vergessen. Auf gar nichts eigentlich. Ne? Die können wir eigentlich verbrauchen. Also in Stärke und Konstitution können wir es mal reinpulvern. Wie schaut es da aus? Ja, da gibt es auch nur mehr einen, gell? Den einen können wir mal benutzen. Und dann kostet schon wieder alles mal 2. Ja. Dann passt das so wenigstens. Würde ich sagen, machen wir so. Dann haben wir alles schön verbraucht und wir haben ein bisschen mehr Stärke. Ich glaube, das kann man schon so machen. Wir werden eh bald wieder das nächste Level up haben. Machen wir so. Tschack, boom. Weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt auf Intelligenz oder so gehe, weil ich kann dabei eh nichts lernen, weil ich keine Ausbildungspunkte für das habe. Ne? Das letzte haben wir für die Chemie verwendet. Gut. Das zudem. Wir kriegen jetzt sowieso mehr Erfahrungspunkte. Alter, ich muss mir das sowas merken beim zweiten Mal durchspielen. Muss ich schauen, dass ich dieses Schmuckstück so schnell wie möglich kriege. So, da lala. Also, Questendummer, wie wunderbar. Ethan. Da sind wir noch lange nicht fertig. Spurlos verschwindet. Setzling im Wald. Wir können es eh mal probieren. Setzling im Wald. Ich glaube, das kann man sich mittlerweile eh recht gut hinporten. Zumindest mal in die Nähe, hoffe ich. Ich muss mal
Ja, okay. Großer Aufzug. Und dann gleich hier hin. Probieren wir es einfach mal. Mehr als verrecken können wir eh nicht. Und dann nehmen wir halt eine andere Quest. Jo. Und dann wäre halt auch gut, wenn ich noch, also wenn wir noch, bevor wir uns für eine Fraktion entscheiden tun, wenn wir dann noch die Kleriker aufsuchen und dort noch vielleicht ein bisschen questen könnten, dann haben wir, glaube ich, das Ganze recht gut ausgeschöpft. Hoffe ich halt. Stimmt, wir dürfen den Aufzug verwenden. Ganz schön hoch hier. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Das ist ein guter Tipp. Bei mir ist sowas leicht möglich. Ja. Zwei Stunden später. Boah, schaut es da unheimlich aus. Ich hätte auf morgen machen sollen. Da gibt es nicht zufällig ein Bettchen. Oh, wen haben wir denn da? Ist das jetzt ein Raptor? Ich glaube, ne? Ray, ich glaube, wir kriegen gleich aufs Maul. Ja, speichern wir hier hin. Ein Raptor, jawohl. Aber es geht. So nichts, Freundchen. So, wegschweben. Oh, das geht. Echt, das geht schon recht gut. Alter. Haha, nichts erwischt, nichts erwischt. Oh, na, nicht da sterben. Schnell looten. Na, ich will nicht reden mit dir. Ich will looten. Okay, er fällt nicht runter. Glück gehabt. So, boah, die gehen jetzt echt schon gut, die Viecher. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Wirklich. Sehr entzückt. Sehr entzückt. So, dann habe ich auch wieder die leise Hoffnung, dass wir das sogar hinkriegen könnten. Das heißt, ich tue mal speichern. So. Das ist echt nicht schlecht. So ein Raptor einfach mal so. Pff. Tschüss, du Viech. Das ist echt schön. Ja, na du. Komm zu Papa. Auf die Gosch. Komm, triff mal was. Zack, zack. Jawohl. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, ich auch. Jetzt wäre es noch schön, wenn wir einen Ring oder so kriegen könnten, der uns dabei hilft, dass wir bei den Erfahrungspunkten von besiegten Gegnern oder so, dass wir da mehr Erfahrung kriegen. War das Deutsch? Nein. Nein, definitiv nicht. Macht nichts. Unsere Welt ist sowieso Multikulti. Da brauchen wir keine Rechtschreibung, keine Sprache. Jawohl, wir sind alle Freunde, also schön. Jawohl. Ja. Was haben wir da? Eine Blume. Ich glaube, oh, ein toter Fischer. Letzte Nachricht erhalten. Aha. Wenn wir gleich nachschauen. Notiz eines Fischers. Boah, 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 boah. Jetzt gibt's Infos, meine Lieben. Also Bestellliste haben wir auch noch nicht durchgehabt. Ja, genau. Da. Ich glaube, das ist nicht so interessant. Broschüre. Oh, mehr als nur Urlaub. Unser Hotel bietet Erholung. Also das hatten wir, glaube ich, auch schon, oder? Nein, ich glaube nicht. Unser Hotel bietet Erholung pur. Die günstige Lage in Küstennähe sorgt für frische Salzluft. Wir bieten ein umfassendes Erholungsprogramm. Nähere Infos finden Sie in Teil C. Unsere Zimmer werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst. Boah, gibt es sowas in echt auch? Melden Sie sich daher an der Rezeption und füllen unsere Fragenbögen detailliert aus. Unsere Spezialprogramm. Für Mitarbeiter der Infight Strix haben wir, also für unsere Mitarbeiter, haben wir ein besonderes Programm, welches von Ihrem Arbeitgeber gesponsert wird. Na, sowas kenne ich nicht. Na. Das gibt es nur in Spielen, solche Angebote. Genau. Sie bekommen das volle Wellnessprogramm für maximalen Komfort. Ja, das ist, das kann nur Werbung sein.
Notiz des Fischers. Moderne Technik. Heute habe ich dieses merkwürdige Metallteil im Fluss gefunden. Es scheint von oben ins Tal herabgespült worden zu sein. Ob es jemand von den Klippen geworfen hat? Das Zahnrad eventuell? Ich möchte versuchen, es zum Aufzug zu bringen. Wenn ich es erkläre, werden sie mir das möglicherweise anrechnen. Ja, er hat das Zahnrad gefunden, glaube ich. Er hat es gefunden. Und dann hat er es dort verloren, wahrscheinlich da oben, weil er ja, sich wahrscheinlich hierher gerobbt hatte. Unfassbar. Echt. Was haben wir da drüben? Das schaut verdächtig aus. Ui. Ah, nur ein Fasel. Mehr nicht. Okay. Jo. Schade. Tada. Ui, ich sehe einen Kritter. Komm her und hol dir deine Watschen. Ja, yeah, komm da. Ja! Zack! Zack! Das brauchst du nicht. Das geht schon. Das kann ich mittlerweile. Ich habe schon genug Übung. Ja. Aber danke für dein Angebot. Ah, warte, da drüben waren wir auch schon mal. Da war, glaube ich, irgendwas Gefährliches irgendwo, oder? Ich erinnere mich ganz dunkel. So dunkel, wie es hier Mitternacht ist. Aber wenn es da ein Bett drüben gibt, das würde ich jetzt echt gerade sehr gerne nutzen. Schauen wir mal rüber. Irgendwas war da. Ah, ich glaube, da waren nur Kritter. Die wir dann eh schon besiegt hatten. Ja, 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 ja. Ich glaube, das war so. Also hauen wir uns mal kurz hin. Bis zum nächsten Morgen. Dann ist für euch auch besser. Ah, boah. Sehr gut. Ah, ich mag das hier. Das ist, obwohl alles ein bisschen ärmlich ausschaut, aber es ist immer so schön eingerichtet hier. Die Öfen gefallen mir vor allem am besten, die hier. Das, also, da kriegt man richtig Lust auf eine, also auf eine Steinofenpizza, oder? Boah, darf gar nicht dran denken. So, darüber. Und dann müsste man, glaube ich, schon so gut wie da sein. Klatsch, jawohl. Lalala, lalala, datadadadam. Wieso denke ich jetzt an Pizza? Da ist noch gar nicht Mittag. Da sind sie. Da sind sie, ja. Wahrscheinlich sind sie immer noch bärenstark. Die kann wahrscheinlich da immer noch nichts machen. Es wird schon schwierig, diese Watschka einzeln herzubullen. Vor allem, wenn ich einen Pfeil reinhau, wird das, glaube ich, auch nichts. Auf jeden Fall werde ich mit Stims arbeiten müssen. Fürchte ich. Also. Auf euer Wohl. Heureka! Ja, die werden mich, glaube ich, verhauen. Ganz übel. Halb schwer. Oh. Das darf sogar gehen. Zack, zack. Das könnte eventuell was werden. Ich muss nur mal kurz einen Schluck trinken, wollte ich gerade sagen. Und Ray ist tot, oder? Ich bin gerade tot. Ja. Ray, oh nein, er kämpft noch. Boah, wie viel sind das? 2, 4, 5. Wie viel haben wir umgehauen? Schon ein paar, ne? Okay, das sind zu viele. Wir müssen das taktischer angehen, also schlauer angehen. Kriegen wir schon hin. Das heißt, ich werde versuchen, sie herzupullen, einzeln. So gut es, oder zumindest halt im Grüppchen, so gut es halt geht. Was mache ich da? Ein Schild wollte ich nicht ausziehen. Entschuldigung. So, ich probiere mal den zu treffen. Okay, es kommen wieder alle, oder? Ray, komm her! So, Waffe wechseln. Ich wollte nämlich nur versuchen, einen nach dem anderen herzulocken. Aber die können so weit schießen, diese Krippeln. Was? Echt? Sie verlassen die Gegend nicht? Boah, wie kacke ist denn das? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich hatte wirklich gehofft, dass ich diesen Deppen herlocken kann. Das wird dann scheinbar aber unmöglich sein. Vielleicht muss ich da mit Machtwellen und so einen Dreck arbeiten. Jetzt geht's rund! Wenn ich nur die beiden
zwei, drei. Zwei. Jetzt geht's rund. Wenn ich Glück habe, sind es nur zwei. Die können wir dann besiegen. Okay, das wird aber schon kommen. Das heißt, ich muss da ein bisschen weg. Ein Alpspeer schon mal weg. Da. Ray, du darfst auch mal. Okay. Irgendwie ist mein Schild weg. Das war jetzt nicht so ausmacht. Sehr gut. Das hätten wir schon mal. Au, au, au. So. Ein Tränke rein. Gut, das hat schon mal hingehauen. So. Ja, das passt mir gut. Will was essen. Das passt auch. Okay. Also, speichern. So. Und ja. Das heißt, es sind nur mehr drei, theoretisch. Ha. Theoretisch. So. Gut. Das heißt, ich könnte mir erlauben... Ich muss gerade ein bisschen Geräusche zuhören. Das erinnert mich gerade an das Sumpflager. Cool. So. Ein Steam. Ich probiere wieder welche herzulocken. Moment. Wieso? Kommt jetzt der Hornwolf. Das passt überhaupt gerade nicht. Dann fahre ich wieder mein Schild weg. So, du dreckiger Alpspeer. So. Und auf die Gosch. Ja, der eine ist schon wieder hin. Das ist sehr gut. Ey, so geht das nicht. Hallo. Ja. Und quer. Komm, Schildblock. Wusch, jawohl. Und ins Kreuz rein. Jawohl. Geht ja. Man braucht nur einen guten Willen. So, wo ist der andere? Verreckt. Futsch. Wurscht, trink mal was. Prost auf euer Wohl. So, passt. Jetzt tun wir gleich mal speichern wieder. Das soll, also so läuft das super. Muss man echt sagen. So kann man das lassen. Jetzt dürfte normalerweise drüben nur noch einer sein. Halt, da ist er. Versuchen. Die Dinger sind irgendwie ekelhaft. Ja, ja. Hör auf zu weinen. Ja, ist tatsächlich nur mal einer. Dann können wir es so umhauen. Dann waren es wirklich Fünfe. Haha, der Wisch. Und Dusch. Sorry, du darfst. Zack, auf die Gosch. Jawohl. Ja, und das Schmuckstück zahlt sich wieder aus. Kriegen wir schon wieder ein bisschen mehr Punkte. Also Erfahrungspunkte halt. Super. Du, das ging einfacher als gedacht. Ah ja, stimmt. Gleich speichern, richtig. So. Ganz schnell speichern. So. Was haben wir hier Schönes? Mana. Oh Mann, der tut mir leid. Hallo, Roger. Tot, kein Zweifel. Mhm. Die Berserker sollten davon erfahren. Mhm. Jo. Berichte den Berserkern. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Sag mir, dass es das Wasser ist, was sich so komisch anhört und nicht der Baum hier. Ich glaube, die haben ihm die Wurzeln abgeschlagen. Kann das sein? Das heißt, der Weltenbaum ist im Arsch, ne? Oh, ein Kritter. Zwei sogar. Ja, hallo. Die nehmen wir noch mit. Ihr wisst ja, wir brauchen Erfahrungspunkte. Ich weiß, die geben viel mehr, aber es wurscht. Dafür haben sie auch Items für uns. Zack. Komm her, Viech. Oh, ich bin so erschöpft. Aber jetzt geht's. Der Ray. Ein bisschen Spätzünder. Aber sonst ein charmanter Typ. So, passt. Lalalala. Und hier. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir reporten uns wieder weg. Das haben wir auch gemeistert. Warte mal.
letzte Nachricht. Die Sonne geht unter wie jeden Tag. Von hier oben hat man einen wundervollen Blick auf das Tal. Bitte, ich will das Ende noch nicht. Warum haben sie mich abgelehnt? Warum? Ich verstehe das alles nicht. Ja, warum nur? Wir gehen einmal auf jeden Fall wieder nach Goliath zurück, beziehungsweise wir porten uns zurück. Ich wollte noch schnell die Quest beenden. Ich hoffe, das ist noch im Rahmen. So, sprint mal Stückerle. Ruck. Geht ja. So. Er ist da drüben. Heureka! Hui. Und sanft gelandet. So muss das ausschauen. Und dann gehen wir schnell Bericht erstatten. Servus, wir sind wieder da. Also, Roger ist im Arsch. Roger ist tot. Wer ist dafür verantwortlich? Eine Truppe Alps hat ihn ins Visier genommen. Diese verfluchten Bastarde dringen in unser Land ein und beanspruchen es für sich. Aber sie werden alle mit Blut bezahlen. Ich hoffe, du hast sie zur Strecke gebracht. Von ihnen lebt keiner mehr. Gut gemacht. Auch wenn ich befürchte, dass sie uns weiterhin Ärger machen werden. Hier, deine Tat soll nicht unbelohnt bleiben. Jo, aber die anderen beiden Sachen machen wir morgen. Also nächsten Part. Für euch ist es morgen, für mich ist das heute. Also dann, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!